Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von investorenausbildung.de. Mein Name ist Florian Günther und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und heute möchte ich eine weitere Frage von einem meiner Leser beantworten. Der hat sich gefragt, warum er beim Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren immer verschiedene Börsen in Deutschland oder auch auf der ganzen Welt angezeigt bekommt und wie das zustande gekommen ist. Also, herzlichen Dank für die Frage erstmal und es ist eine gute Frage, das wird bis sicherlich mehrere Leute interessieren, von dem her werde ich das jetzt hier mal aufgreifen. In Deutschland gibt es verschiedene Börsen, einmal ist es hier der elektronische Handel Xetra, dann gibt es den Präsenzhandel in Frankfurt, Stuttgart, München, Berlin, Düsseldorf und eine Börse, eine gemeinsame in Hamburg und Hannover. Früher, glaube ich, hat es sogar noch mal eine Börse in Bremen gegeben. Und vielleicht sogar noch früher woanders noch, aber das sind jetzt die aktuell gültigen oder aktuellen Börsenplätze in Deutschland, wo du auch handeln kannst. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wie ist es dazu gekommen? Da müssen wir ein bisschen zurück in die Historie gehen, vielleicht sogar noch, also sehr weit zurück. Eine der ersten Aktien, die gehandelt wurden, war die East Indian Trading Company. Da ging es ja da, darum, dass der Händler Gewürze und Tees und so weiter aus der ganzen Welt gehandelt haben. Und es, glaube ich, war so das 16. Jahrhundert, wo die erste Aktie damals gehandelt wurde. Und die Börsen sind dann weltweit immer, also im Laufe der Jahre entstanden und es waren tatsächliche Präsenzbörsen. Das heißt, da wurden nicht nur Aktien gehandelt, sondern da wurden auch Schweinebäuche gehandelt, da wurde Getreide gehandelt, da wurde alles Mögliche gehandelt. Und ihr müsst euch das so vorstellen, du bist jetzt halt ein Besitzer, also du bist reich und bist im 18. Jahrhundert oder 19. Jahrhundert und bist in Frankfurt und möchtest da gerne eine Aktie verkaufen. Und du kannst es aber nicht per Telefon verkaufen oder am Handy. Also musst du, wenn du eine Aktie oder eine Schweinebeuge verkaufen musst, musst du wirklich zu der Börse nach Frankfurt hingehen, dort einen Makler beauftragen und sagen, okay, hier verkauf meine Schweinebeuge, verkauf mein Getreide, verkauf meine Aktien. Und der Kollege aus Stuttgart muss das genauso machen, die Kollegen aus Nürnberg müssen nach München fahren und so weiter. Und das ist jetzt auch der Grund. Früher waren die Leute halt sehr also nicht so mobil und man kannte sich auch mit per Telefon verständigen, auch mit per Internet. Sodass man wirklich zu den Präsenzbörsen fahren musste oder zumindest dort jemanden beauftragen musste. Und deswegen sind an den verschiedensten Plätzen in Deutschland verschiedene Börsen gewachsen und haben teilweise bis heute noch Bestand. Und jetzt ist aber die gute Frage, wenn doch das meiste jetzt heutzutage elektronisch an der Xetra abgewickelt wird, wie können sich dann solche Börsen hier noch halten? Das ist eine gute Frage. Viele dieser kleineren Börsen, ausgenommen von Frankfurt, haben sich jetzt auf Teilgebiete des Wertpapierhandels spezialisiert. Wie zum Beispiel Stuttgart ist berühmt dafür, dass sie festverzinsliche Wertpapiere sehr gut handeln können. Und ihr müsst jetzt halt auch, wenn ihr kaufen oder verkaufen im Sinn habt, dann müsst ihr immer die Preise checken. Normalerweise ist bei Xetra seid ihr gut aufgehoben. Aber es kann durchaus mal sein, dass aus irgendwelchen Gründen die Aktie, nehmen wir mal die Allianz, ist jetzt egal, in Berlin gerade günstiger du einkaufen kannst als in Frankfurt. Ja, und dann sollte man natürlich dahin gehen. Wie oft und ob das tatsächlich passiert, das kann ich nicht sagen. Man muss da halt eben aufschauen. Ich persönlich nutze zu 99% den Xetra-Handel, also diesen elektronischen Handel, weil hier automatisiert die Angebots- und Verkaufs- und Nachfrageseite zusammengebracht werden. Von dem her kann man davon ausgehen, dass das relativ stringent ist in der bei den Informationen. Von dem her, ich möchte euch da jetzt nicht empfehlen, geht immer zur Xetra-Börse oder macht das alles in Frankfurt. It's up to you, sage ich jetzt mal, und schaut da bloß auf, weil da kann man auch richtig Geld verlieren, vor allem bei kleinen Nebenwerten, die nicht überall gehandelt werden. Da kann es schon tatsächlich mal sein, dass da enorme Differenzen im Preis sind und die kann man entweder ausnutzen oder auch tatsächlich richtig Geld verlieren. Deswegen passt da bitte auf.
Okay, ich hoffe, ich konnte die Frage einigermaßen beantworten. Und wenn ja, dann gebt dem Video bitte einen Daumen hoch und abonniert den Channel. Das würde mich freuen und bis zum nächsten Mal. Danke.